Ah, hallo und herzlich willkommen. Mir fällt gerade mal mein Controller runter und wir sind wieder mittendrin, statt nur dabei. Und ja, weiter geht's. Anscheinend wieder auf dem Eisplaneten. Würde ich auch Aslak oder sagen. wie er heißt. Aslak! Ja, nee, Aslak 3! ganz so heißt er nicht, aber ihr wisst, was wir meinen. Aslak 3! Ja. Wir meinen Jetzt im Aslak 3. Kino. Die sind wir ja auch schon Hast du ewig nicht wirklich mehr geglaubt, das gewesen. würde funktionieren? Du musst lernen, deine Gedanken zum Schweigen zu bringen. Deine Sinne müssen geschärft sein. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Das ist Rex, in der Tat. Los! So, das freut uns aber, dass das Rex ist. Ja, dann werden wir Rex mal versuchen, irgendwo zu holen. Wo ist er denn überhaupt? Ach Mann, ich will wieder meine Minigun haben. Ach, ich bin ja Ahsoka. Nein, ich bin Ahsoka. Echt? Ah ja, stimmt. Oh Mann. Ich bin ja Spieler 1. Ach Mann, ich kriege das hier immer überhaupt nicht mehr auf die Reihe. Da und diese Spielerwechsel, das ist ja schlimm. Ach, der lebt ja noch. Ist ja schlimm, den müssen wir in der Mitte auseinandersäbeln, damit er hier mal Ruhe gibt. Verdammt. Da war er wieder schneller. Komm mit, ich habe einen dreifachen Punktebonus. Wieso will die füll nicht hoch? Ja, gute Reise. Füßen. Wollen wir das da, genau. Was ist das? Die Überbleibsel eines Y-Wings. Die linke... Ich weiß nicht, die linke Seite von einem Y-Wing. Oder die rechte war das gerade eben. Geh kaputt. Ach nee. Das war dumm, den kaputt zu machen. Den brauchen wir ja noch. Aber da spawnt Guck, bestimmt gleich wieder einer. Drehen. Ich kann meinen Kopf drehen. Naja, wenn du sonst nichts kannst. Spaß. Ah, den muss man ausrichten und jetzt kommen hier voll rein, jawohl. Außer mir vielleicht. Das ist mein demütiger Padawan. Da war vielleicht noch was. Bei Super Meat Boy würde man jetzt da reinfallen unten in diesen Ventilator und in 1000 Stücke zerfliegen. Aber wir sind ja nicht... Ja, hier löst man sich einfach nur auf. Und runter, runter da, komm, runter. Jawohl. Wo willst denn du schon wieder hin? Ach, das war ja ich, der runtergefallen ist. Verdammt. Ja, nee, jetzt braucht man nicht mehr, ne? Was braucht man immer? Was? Den habe ich kaputt gemacht. Wieso bist du jetzt wieder drauf? Das finde ich vielleicht nicht okay. Dein Diener. Ein Joke jetzt wieder Domina spielt. Oh ja. Sein Sklave. Wie seid ihr hier hineingeraten? Lange Geschichte, Jedi. Wenn ihr sie hören wollt, sollten wir uns zuerst um diese Droiden kümmern. Okay, Bane. Ich kümmere mich aber zuerst um ihn. Werden wir uns ausführlich unterhalten. Ja, bis dann ist er dann eh wieder abgehauen. Ah, das Bildschirm wackelt. Das Bild wackelt, Hilfe. Ah, hörst du auf. Hey, ich habe zwei auf einmal zersägt. Mit meinem Lichtschwert. Mit meinem wunderbaren, geilen, blauen Lichtschwert. So, komm, du geh auch mal drauf sterben. Und rein in die da. Wie sagt der, das überlebt der eine? Finde ich nicht okay. Na, geh doch sterben. Mit diesen kleinen, gezielten Machtstößen geht das übrigens auch sehr gut. Naja, ich vertraue meinem Lichtschwert. Ich glaube, das ist die stärkste Waffe eines Jedi. Wobei der Verstand wahrscheinlich wieder die stärkste Waffe eines Jedi ist oder so. Und, da wird er mehr schwindelig. Ah, so eine mal wieder. Hat man lange nicht mehr. Hör ich dauernd. Das höre ich nicht. Ach ja, immer dieser falsche Kontext, nicht wahr? Ja. So, jetzt müssen wir wieder irgendein Bein mit der Macht in den Boden rammen und dann hochspringen. Mittlerweile wissen wir ja, wie wir die Viecher besiegen müssen. Nee, nee, du musst so und jetzt muss einer von uns hochspringen, ja, egal. Ich spring selber hoch. Nein, ich spring nicht hoch. Du musst auf das Ding oben drauf springen. Hab ich? Ja, ich klemm drinne, also es ist nicht besser, schau mal. Ich würde ja gern wieder rauskommen, aber spring nochmal. Nochmal hochspringen. Ja. Nein, nochmal hochspringen. Ja, der wartet. Im Moment wartet alles auf dich. Ja, ich würde ja gern, aber... Ja, ich hänge in dem Ding drin, ich komme da nicht raus. Tut mir leid. Ja, nochmal, genau, ja, Ach, jetzt dieses geht's Ding weiter. Muss man ab. Ja, das war geil, wie einfach alles eine Sekunde lang angehalten hat. Nicht nur eine Sekunde. Ja, oder auch mehrere. Wir sind so starke Jedi, wir können sogar wie groß das Teil ist, du. Wir sind so starke Jedi, wir können sogar die Zeit anhalten.
Ah, Mann, du sollst doch da hochspringen. Ey, das war Teamarbeit, zur Abwechslung mal. Ja, ja, nennen das Teamarbeit, aber ich weiß ja, dass ich es war, also. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass ich wollte dich auch mal gut aussehen lassen, deswegen so tun, als hättest du mit mir zusammengearbeitet, aber... Aber ich sehe schon, du bist hier undankbar, deswegen wird sowas in Zukunft nicht mehr geben. Oh, danke. Ja. So. Mein Gott, kannst du nicht einfach drauf springen auf das Ding? Das ist doch nicht so schwer. Jawoll, und wer hat das Viech wieder erledigt? Wer war es wieder? Ich, denn nur durch meine Hilfe... Durch meine mentale Stärke. Was hab ich gesagt? War gar nicht so groß. So, Mann. Genau, siehst du, war gar nicht so groß. Ja, das sagen sie alle. Das war der letzte, vorerst. Och, Cat Bane. Immer muss er Ärger machen. Starker Aufprall. Erklärt dem Jedi unsere Abmachung, Soldat. Ah. Nehmt seine Waffen. Mit Vergnügen. Nur wir beide? Ihr wisst, mein Chef ist nicht weit von hier. Oder wollt ihr bleiben? Nur wir beide. Aufstehen. Ihr vertraut doch nicht diesem... Hutschleim? Kovakianischen Echsenaffen? Wir haben keine Wahl. Kovakianer, vielleicht ist er. Findet eine erhöhte Stellung. Wir hauen von ihr ab. Verstanden, Sir. Ihr kommt mit uns. Wir gehen nicht ohne meine Belohnung. Das weiß ich doch. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir überlassen es ihnen nicht. Also werdet ihr es tragen. Bis ich mein Schiff kriege, Jedi. Mit dem werden wir noch Ärger haben, habe ich so das Gefühl. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, er kann mit dem Ding entkommen, früher oder später. Ja, das aber ist naheliegend. Das wäre zu offensichtlich. Das kann ja eigentlich nicht sein. Oh, wer hat wieder mehr Punkte? Du, aber auch nur Silber. Nur Silber, ja, das machen wir schnell mal weiter hier. Das wollen wir eigentlich gar nicht sehen, oder? Nee. Ist nicht interessant. Nee, absolut nicht. Das gesamte Gebiet abdecken. Dazwischen sind eine Menge Droiden. Ihr braucht die Übung. Und die Blechbüchsen sehen einsam aus. Ah ja, wir brauchen die Übung und die Blechbüchsen sehen einsam aus. Was sollen wir da jetzt sagen? Und ich fall gleich wieder in den Tod. Ich wurde durch eine Mine getötet. Vielleicht sollte ich mir Minecraft spielen. Ach, sag bloß. Die schießen, wer hätte denn das gedacht? Ich vergesse immer, dass ich hier fliegen kann. Ich nicht. Ja, ich schaue dann immer auf dich und dann sehe ich, dass du fliegst und dann arme ich es dir nach. Was ist denn hier reingekracht? Wo war denn das Artefakt? Das war oben irgendwo, oder? Ach, ich kann ja fliegen. Ja. Ich hatte es schon wieder vergessen. Und weg. Aber das Fliegen ist schon... Nein, ich wurde getroffen. Aber das Fliegen ist schon ziemlich praktisch. Wenn man es einigermaßen beherrscht zumindest. Was ich von mir natürlich behaupten würde. Ah, deswegen haben wir das Ding mitgenommen. Verstehe. Ich habe das Ding mitgenommen, aber... Ja. Unser gemeinsames Kollektivwesen hat das mitgenommen. Eigentlich spiele ich ja hier mit zwei Händen das Spiel. Alleine. Und mit meinen Bauchredenkünsten. Aha, wie machst du das denn? Kunst. Ich glaube, du musst drauf schießen. Kannst mich nicht treffen. Ja, dich kann er schon treffen. Ich glaube, man kann hier in Deckung gehen oder so. Ja, egal. Müssen wir nur noch treffen. Einfach drauf. Einfach drauf auf das Ding. Ja, schön, wenn man den Thermaldetonator sich selber wirft. Ah, vielleicht müssen wir auch genau auf das Ding drauf treffen. Auf dieses Auge da unten. Ja, egal. Es ist kaputt, das reicht. Egal, wo wir drauf geschossen haben, es hat jedenfalls funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wer sagt das? Einer vom A-Team. Wenn du das A-Team kennst, was ich mal stark vermute. Techno-Beats. Ja. Und du bist unverwundbar. Und eine harte Kamera haben wir auch schon wieder. Ach, da oben kommen mehr. Du bist unverwundbar. Das bringt viel, wenn man in Deckung liegt.
Ach du Cheater, du. Ich bin kein kleiner Kampfdroide. Nicht? Wer hat das gesagt? Ich weiß es nicht. Du vielleicht? Nee. Dann weiß ich nicht. Hätte ja vermutet, dass du sagst, dass du kein kleiner Kampfdroide bist, aber... Wahrscheinlich war das einer von den Superkampfdroiden. Scheiß drauf. Wir machen jede Mission. Nämlich eine ganze Minute müssen wir mit denen klarkommen. Egal. Ah, die müssen erst eine bestimmte Höhe haben, damit wir sie treffen können. Schönes Ding. Schönes Ding. Oh ja, der war sogar relativ schön. Ich nehme lieber meinen guten alten Thermaldetonator. Mach das. Ich kümmere mich um den Druidiker. Oh, der wird schön. Oh, da habe ich ja abgesahnt ohne Ende. Dass ich da gerade eben auf einmal niedergemäht habe. Nein, ich bin schon wieder tot. Das Gute ist, seine Waffen behält man auch, wenn man stirbt. Also ist dann noch weniger schlimm, dass man verreckt. Was hast du eigentlich? Ach, du hast nur diese Wurfdinger. Okay, verstehe. Ich mag es, wenn ich viele Punkte bekomme. Ja, ich auch. Ach, nur Silber. Na, da wäre aber mehr drin gewesen. Was? Du hast doch Platin. Nee, das war Silber. Nee. Doch. Nein. Doch. Schreibt uns in die Kommentare, war Silber oder Platin. Ich schau das nicht nochmal an. Boomer erinnert mich irgendwie Boomshot. An ein indiziertes Spiel, obwohl an Gears of War 3 darf ich ja sagen, das gibt's ja mittlerweile in Deutschland. Gab's hier auch in den vorherigen Teilen? Nee. Da musstest du schon nach Österreich fahren. Nein, ich meine die Boomer. Ach so, hey, ja, die gab's immer. Eine Rakete. Boomer gab's immer. Boomshot. Ich liebe es, wenn sie Boomshot sagen. Das ist richtig cool. Müssen wir wieder schon in... Kommt da noch mehr? Nein. Nicht die 5. der Alliance. Alle, aber nicht sie. Ich will wieder fliegen. Das Fliegen ist cool. Das erinnert mich an Lego Star Wars und Jango Fett oder Boba Fett. Da war das auch immer so lustig. Na komm, geh da sterben. Blödes Ding. Ja, man muss die Mitteldinger genau treffen. Diese Augen. Wir sind in Position, General. Ihr wimmelt es von Blechbüchsen. Ja, das ist bitter. Ich hoffe, der General weiß, was er tut. Das ist unwichtig. Ich würde Skywalker überall hinfolgen. Das tut er ja auch letztendlich. Ja, er folgt ihn in den Tod. Nur der eine eben früher, der andere später. Sagen wir es so, oder? Wieso hast du auf einmal mehr Punkte als ich? Tja, Mysterien. Über Mysterien. Ja, ich mag das Spiel nicht mehr. Ach, nur weil ich besser bin. Ja. Okay. Genau deswegen, du hast es erfasst. Das finde ich aber gemein. Oh, nicht weinen. Das habe ich nicht vorgehabt. Ich schon wieder. Hey, Kid Fisto. Negativ, Sir. Ich arbeite noch daran, aber jemand oder etwas versucht, mich aus dem System auszusperren. Durchhalten, Switch. Wir sind unterwegs. Jetzt Switch. Nächster Versuch. Ich will es noch einmal versuchen. Ach, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt kannst du dir einen... Okay, es wird nicht leicht. Oh, Mann. Ach, ich bin ja jetzt Master Windows. Ja, richtig. Du bist das Fenster. du verstehst Fenster, Witz. Ah, lustig, lustig. Ja, wir müssen erstmal dieses Blitzding irgendwie ausschalten. Ach, das geht manchmal aus, oder? Nein, nee. Geht's nicht. Okay, das hat bewiesen, dass... Warte mal, vielleicht können wir runterfahren mit dem hier irgendwie. Nein, auch nicht. Hä? Warte mal, das kommt mir auch irgendwie aus, wie das andere gerade eben. Oder? Ja! Da muss einer reinfallen. Ja. Zum Beispiel ich. Mach nochmal. Nee. Ja, unten ist ein Heckspiel, das kannst du eh besser, das stimmt. Warte mal. Und rein mit dir. Rein in die gute Stube. Ja. Die muss er sich natürlich erstmal holen. Ja. Du kriegst gleich was auf den Kopf hier. Nee, du musst unten das Ding aufmachen. Ja, ist klar. Du musst da unten das Ding aufmachen. Ist klar, sagst du. Du musst da unten das Ding aufmachen. Echt jetzt? Du musst da unten das Ding aufmachen. Du musst mehrmals X ineinander drücken. Achso, hast du schon gemacht? Ja, ist aus. Na, komm mal raus, mein Kleiner.
Ja, schön, wenn du mich runterschiebst. Lass es doch. Ich mach's nicht mit Absicht. Ich kann, das geht mal ein bisschen wieder raus. Oder weißt du was? Was? Guckst. Kannst du noch mal das andere Ding hochmachen? Kann ich auch, oder? Was war da jetzt unterschiedlich? Ich bin hochgekommen. Sonst kommst du ja nicht hoch. Nee, sonst nicht. Wenn du mir die Tür nicht aufmachst. Tja, dann würdest du gar nicht. Da würdest du gar nicht in meine Wohnung reinkommen. Ich komme normalerweise durch die Vordertür. Ja, du musst nur den richtigen Schlüssel haben. Ja. Das lesen wir schon gar nicht mehr, das machen wir sofort. Droiden töten, gut. Ah. Das kann ich. Ja, sonst nichts kann, aber das kann ich. Naja. mehr oder weniger kann ich das. Oder auch sterben, das kann ich. Hey, wieso sind die gerade eben alle gestorben? Wieso kriegst du die ganze Zeit Punkte und ich nicht? Und warum liegt da... Nee, da liegt eben kein Strohraum. Und warum hast du eine Maske auf? Warum bin ich schon wieder gestorben? Ach nee, ich hab die Maske auf. Ich hab keine Maske, ich bin so hässlich. Ja, in dem Fall hast du eine Maske auf, das stimmt allerdings. Ja, das ist auch eine Art Helm. Diese goldenen Viecher, die nerven echt. Du Mon Calamari, du. Autsch, jetzt lascht gut sein, ihr. Ihr seid solche... Mon Calamari heißen übrigens wirklich nach den Calamari. Das ist irgendeinem Typen nach dem Mittagessen eingefallen, der Name. Sehr, sehr cooler Effekt. So, ich bin ein Wookie, guck mal, ich rede. Da können wir, glaube ich, runter, da waren vorhin... Okay, wir können doch nicht da runter. Blitzdinger. Wie kommen wir am Blitzdinger vorbei? Nein, darüber. Nein, da nicht runter. Na, erst holen wir noch Punkte. Oder auch nicht. Ich mache hier mal auf. Einer muss es ja machen. So. Nee, nein. Wo gehst denn du schon wieder hin? Du Stromer, du. Nein, da sollst du rüber. Ja, jetzt musst du nur noch hochgehen. Nein, hoch sollst du. Nein, nicht wieder zurückspringen. Hoch. Nein, hoch. Ach. Ah, jetzt hat er es gecheckt. So. Müssen wir hier sogar weiter? Nee, da ist nur ein... Ja. So macht man das. Schau hier, wie Tarzan. Naja. Ach, warte mal, hier oben müssen wir eigentlich hochkommen. Jupp. Oder auch nicht. Doch, kommt man doch locker hoch. Du gehst einfach unten rum, ist besser für dich. Hä, wo bin ich? Ach, da bin ich. Nee, ich reg mich darüber nicht mehr auf. Nee, das ist auch bei dem Spiel, sich über die Kamera auszureden. Ah, okay, verstehe. Nein. Ja, ich verstehe ebenfalls. Ah, da hat er den Aufzug nach unten genommen. Boah. Ja, jetzt ist das Blitzing auf einmal wieder an. Sehr mysteriös. Ist wieder ein Fall. Nein! Ja, ja, wer muss es wieder richten? Der Feind ist bereit zum Angriff. Ich spüre sie, Meister Fisto. Ich spüre dich, Fisten. Da stecke ich mir aber mal hart mein Laserschwert rein. Stark! Ach, ich hab's schon gemacht, okay. Ach komm, wie soll ich denn da hochspringen? Ja, genau in dem Moment, in der Zwischensequenz kommt. Das war irgendwie ziemlich gemein. Bin gestorben, weil eine Zwischensequenz, beziehungsweise ein Zwischengelaber kam. Ah, da muss wieder einer nur durch. Das war knapp. Ne, ich muss es hochhalten, damit du mir hinterherkommen kannst. Private, wo sind wir? Die haben uns verarscht. Vorsicht, General. In diesem Abschnitt kann ich nichts deaktivieren. Und glaubt mir, von diesen Strahlen wollt ihr nicht erfasst werden. Ach Mann, ich wollte genau in den Strahl reinspringen, hat aber nicht funktioniert. Was? Ich habe keine Ahnung, was müssen wir machen? Was da los? Also ich bin, glaube ich, gerade falsch gesprungen. Wenn es leuchten, dann gehen sie gleich an. Nein. Wollte ich dich nur darauf hinweisen. Ja, aber... Wo müssen wir hin? Konnte nirgendwo mehr. Müssen wir da hin? Was da los? Nein, da muss man nicht hin. Hä? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Wow. Jetzt gehen sie irgendwie alle an. Ja, und ich spring trotzdem in der Abgrunde. Komisch. Weiß ich aber immer noch nicht, was wir machen müssen. Ah, wir hätten einfach warten müssen, oder was? Ah ja, super. Ja, schon toll, auf so einem Stein zu schweben. Da gibt es in Dead Space auch einen Teil, da schwebt man so durch so einen Raum. Das sieht ziemlich genauso ähnlich aus. Was müssen wir da machen? Ah, verstehe. Du hast es anscheinend nicht verstanden. Wieso? Ich hab's doch geschafft.
Achso, ich dachte, das wäre ich gewesen. Ah, ich habe schon wieder verkackt. Krieg schon wieder nicht auf die Reihe. Jetzt müssen wir wieder einfach wahrscheinlich auf dem Ding stehen bleiben, oder? Boah, Yoda, erzähl mir mal was Neues. So, an den Dinger soll einfach entlang hüpfen, damit man eine Beschäftigung hat, während sie angehen, oder was? Ja, so ungefähr. Verstehe. Das ist aber eine lustige Beschäftigung. Ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen. Vielleicht müssen wir die in irgendeiner bestimmten Reihenfolge anmachen oder so. Nein, die gehen von alleine an. Nein, da in die Mitte sollst du. Ah, verstehe. Cool. Kann man Sachen einsammeln? Naja, man hätte Sachen einsammeln können. Schade, dass man da nicht zu zweit draufstehen kann. Das wäre mal lustig. Gell, Herr Akbar? Ja, Arp. Was? Batterie fast leer. Langweilig. Oh komm, also dreimal dasselbe hätten sie nicht machen müssen. Doch, wahrscheinlich hat das Spiel auch deswegen so schlechte Bewertungen bekommen. Nein. Ey, ich hab sogar überlebt. Mein sinnloser Todessprung hat was gebracht. Du hast überhaupt nicht überlebt, du bist in den Todessprung. Ja, aber ich bin dem Ding entkommen, obwohl das schon geleuchtet hat. Wow, nein! Da kann man gar nicht zurückkommen. Irgendwie. Doch, ich hab's geschafft. Ja, ich nicht. Weil du scheiße bist. Das hast du gesagt, das sehe ich gar nicht so. Meins. Nein, wir sind hier nicht im Mainz. Wildes Tastengehämmer. Wow, das sah geil aus. Will dahin. Gruppen zwar. Ein egal. Mensch ist keine Gruppe, hast du selber gesagt. Oh. Okay. Boah. Ah, da müssen wir nur klettern. Ja, anscheinend. Okay, ihr müsstet jetzt in der Nähe des Mineralextraktionsbereiches sein. Das hört sich interessant an. Ach, Mann, definiere interessant. Ich bleib einfach mal hier drauf. Aber wir müssen einfach von einem zum anderen springen. Ja, nur von einem zum anderen springen. Siehst du, ganz einfach. Langweilig. So, jetzt muss ich nur wieder irgendwie zurückkommen. Kommst du auch wieder? Schön. Freut mich. Und auf Wiedersehen. Nein. Bin ich verreckt, weil du nicht mitgekommen bist. Ach nee, doch nicht. Alles gut soweit noch. In diesem Raum voller Erde und Dreck. Wieso läuft er bei mir nicht? Weiß ich nicht. Das ist nicht in meiner Programmierung enthalten. Hey, der Checkpoint war da hinten. Ich habe ihn genau leuchten sehen. Wieso bist du nicht gespawnt? Ah, ich bin da gespawnt. Dann passt's ja. Ich warte noch und hol mir die Punkte da oben. Oh ja, mach ruhig. Du führst sogar mit Punkten, wie ich gerade sehe. Irgendwie werde ich trotzdem zum Schluss wahrscheinlich wieder weniger haben als du. Welches gar unlogische Schauspiel. Ja, jetzt könntest du mal langsam mitkommen. Oh. Ich wollte ja. Es lag aber nicht in meiner Macht. Ich glaube, du wolltest nicht. Ich glaube einfach, du wolltest nicht. Es lag da. Ich sagte ja, es lag nicht in meiner Macht. Bestimmt. So, jetzt müssen wir aber hier mal langsam rüberkommen, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ja, ich spawne einfach bei dir. Hatte ich vor zumindest. Hat aber leider nicht so ganz geklappt, wie ich mir dort vorgestellt habe. Wir spawnen auf der anderen Seite, jetzt müssen wir nochmal hin und her fahren. Well done. Ah, es geht schon weiter. Ich mache wenigstens etwas, siehst du? Ja, du machst etwas, das stimmt. Ne, lauf! Hm. Also meiner hat's geschafft. Bist schon so ein Genie. Ne, jetzt müssen wir die Etat. Dann drüber müssen wir auch nochmal alles zurücklaufen wahrscheinlich. Ja, ich sag's, wahrscheinlich ist das der Grund für die mangelhaften Spielideen, warum das Spiel so schlechte Bewertungen bekommen hat. Zumindest könnte ich mir das gut vorstellen. Artefakt. Nein, springen! Ich aktiviere das Ding hier mal. Ach nee, da brauche ich. Nee, Punkte. Nein. Na, auf den Dingern auch noch Punkte sammeln, ja, kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das macht bestimmt Spaß und Spiel und so. Wolltest du mir was mitteilen?
Kamera? Fragezeichen. Ja, nee. Nee, ist überbewertet. Ach komm. Ich bin doch da. Ja, nicht du. Mit dir redet keiner. Ja, ja. Komm du mal. Ich warte dann mal auf dich und so. Da kommen wir jetzt beide. Ah, da müssen wir oben rüber springen. Gerade noch so, dass ich es geschafft habe. Das wurde schon fast knapp. Das ist, glaube ich, mittlerweile hier der spannendste Punkt im Spiel. Das ist Wahnsinn, diese Action, die hier abgeht. Diese Emotionen, die Figuren zeigen. Ich finde es Wahnsinn. Also mein Aqua, diese Fahrt, die Story hier aufnimmt, unglaublich. Was mein Aqua hier abzieht, das ist auch Hammer. Ja. Das geht auf keine Kuhhaut. Ah, ich wollte schon sagen, wo müssen wir hin, aber dann ist es mir auch klar geworden. Ja, er hat sich auch gefragt. Begibt euch auf die Plattform. Ich muss die Plattform manuell steuern. Festhalten, Generäle, das wird holprig. Oh. Ich dachte, er kann hier nichts steuern. Du hast volle Combo-Anzeige. Und der scheicht was? Keine Ahnung. So Gegner wahrscheinlich mehr besser killen kannst oder so. Irgend sowas wird schon mein heißen. Laserschwert leuchtet. So toll. Meins nicht. Weißt du? Ich hab noch nie. Achso. Nee, meins war gerade gelb, meine ich. Also. Ja, würde ich jetzt auch brauchen. Ich habe das Farbwort vergessen. Ihr seid fast da. Ist aber gut. Und wahrscheinlich kommt jetzt irgendwas aus dem Hinterhalt. Ja, irgendwas lässt die Station jetzt dieses Ding jetzt hier abstürzen. Nee, nicht mal. Noch nicht. Aber irgendwas Schlimmes passiert bestimmt wieder. Jetzt fahren wir über das ganze Ding nochmal drüber. Ich glaube, besser kann man einen Raum kaum ausnutzen, oder? Was sind das überhaupt für komische Laser, die einfach mitten durch den Raum gehen? Egal, ich frage mich. Voll der Laser, wie du abgehst. Ja, das ist ja echt gerade ein bisschen Laser, wie das abgeht. Ach komm. Geh kacken. Gehst du sterben? Also meine ist schon weg. Ja, meine auch. Tschüss. Es war nett mit dir. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja. So einfach kann man das Spiel trollen. Tja. Wir sind trotzdem weitergekommen. Hey, die haben sich auch so ein Ding beschafft, das ist gemein. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich lasse mich wieder nur abschießen von den Dingern. Egal. Verdammt. Ich bin immer abgeschossen. Ich kann das Ding nicht zurückschießen. Ich hab's versucht, aber es ging nicht. Ja, jetzt. Jetzt hat's geklappt. Ja, jetzt müssen wir das Ding aber langsam mal bald hinter uns haben, oder? Würde ich fast so behaupten. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Wo? Ich bin nicht sicher, aber zwei Lebensformen sind in einer Laderampe eingesperrt. Vandroiden umzingelt. Das klingt nach Obi-Wan. Gut gemacht, Private. Können wir jetzt herausfinden, was die Separatisten wollten? Anscheinend haben sie unsere Scanneranlage benutzt. Wir müssen wissen, was sie vorhaben. Könnt ihr von hier aus auf die Scanneraufzeichnungen zugreifen? Nein, Sir. Diese Daten sind in den Terminals der Kommunikationszentrale gespeichert. Nun gut, Private. Geht voran. Ja, und wir gehen auch voran, aber das werden wir auch wieder mal auf den nächsten Part verschieben, befürchte ich. Der ist jetzt mal richtig lang geworden. So sagen können, und wir gehen in den nächsten Part voran, aber nicht jetzt und so. Aber nein, du musst wieder irgendwas. Ja, ich muss wieder was Tolles sagen. Der Part ist jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so. Mhm. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Jo, hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal dabei. Mehr Punkte hab ich. Servus, möge jemand mit euch sein.